Willkommen zurück zum Faktencheck Wiener Weg zur Nationalratswahl. Als Sozialdemokratie wollen wir für alle Kinder die besten Zukunftschancen. Und die gibt es nur mit der besten Bildung von Anfang an. Im heutigen Faktencheck schauen wir uns daher an, wie die Sozialdemokratie für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgt. Bei uns im Studio darf ich Politikexpertin Sonja Kato begrüßen. Sie beobachtet seit über 20 Jahren das Politgeschehen in Österreich. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Im laufenden Wahlkampf zur Nationalratswahl und im Zuge des Schulstarts im Osten Österreichs rückt das Thema Bildung immer weiter in den Fokus der Debatte. Man sollte meinen, dass Bildungsgerechtigkeit und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für alle Parteien ein großes Anliegen ist. Was ist Ihre Einschätzung dahingehend? Mhm. Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass alle Parteien sich in ihren Wahlprogrammen und durchaus auch Regierungsprogrammen dem Thema Bildung nicht verschließen. Aber wenn wir jetzt gerade aus Wiener Perspektive vor allem die Elementarbildung anschauen und die Kindergärten, da habe ich ein paar Zahlen mitgebracht, dann muss man schon sagen, dass Wien mit über 90% der Kinderbetreuungseinrichtungen, die es den Eltern ermöglichen, Vollzeit arbeiten zu gehen, einfach outstanding ist. Also wenn man sich andere Bundesländer anschaut, zum Beispiel auch die von vielen als Rural-Regionen sozusagen benannten schwarz-blauen Bundesländer, dann schaut die Situation dort ganz anders aus. Oberösterreich ist mit 39% Ganztagsbetreuung sozusagen für Eltern, die berufstätig arbeiten, voll berufstätig arbeiten wollen, das Schlusslicht. Aber selbst Niederösterreich und Salzburg nur geringfügig über 50%. Und Kindergärten sind sozusagen die elementarste Bildungseinrichtung. Und wenn man sich die Schulen anschaut und da wiederum auf die Parteiprogramme achtet, dann ist da schon sehr viel Ankündigungspolitik. Und wenn man dann auf die Umsetzung achtet und sich da wieder den Österreich-Schnitt anschaut, muss man auch sagen, dass Wien in den letzten 5 Jahren mit 48 mehr Ganztagsschulen ausnahmslos an der Spitze steht. 2 andere Bundesländer haben auch noch zusätzliche Ganztagsschulen gebaut. Das ist Kärnten und Niederösterreich mit je 3. Also da sieht man den Unterschied schon recht deutlich. Was sind denn nun die größten Herausforderungen für eine zukünftige Bundesregierung? Also ich denke sicher der Bereich Personal. Jetzt muss man grundsätzlich unterscheiden, dass es natürlich Bundeslehrer, Bundeslehrerinnen gibt, also wo auch die Mittel seitens des Bundes zur Verfügung gestellt werden müssen. Ich glaube, da hätten alle Bundesländer gerne mehr. In Wien wird es natürlich am deutlichsten aufgrund der Größe der Stadt. Aber man sieht auch, dass dort, wo die Länder handeln können, dass ja Schritte in die Richtung gesetzt werden, auf jeden Fall weiterhin ein attraktiver Dienstgeber zu sein. Und so gibt es in Wien zum Beispiel heuer für alle Lehrenden an den öffentlichen Pflichtschulen ein gratis Jahresticket bei den Wiener Linien dazu. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Richtung, wie es vielleicht auch in anderen Bundesländern gehen wird, um eben im Pflichtschulbereich weiterhin bei diesem Wettbewerb ums Personal die Nase vorne zu haben. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, dafür, dass Sie bei uns im Studio waren. Danke für die Einladung. Im Bildungsbereich gibt es für die kommende Bundesregierung einiges zu tun. Fest steht, die Rechte unserer Kinder und damit auch ihre Bildung sind zentrale Anliegen der Sozialdemokratie. Das hob auch SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Babler im ORF-Sommergespräch noch einmal deutlich hervor. Aber mir ist wichtig, jedem Kind eine Perspektive zu geben. Für das brenne ich mein ganzes Leben. Und wie gesagt, das ist eine der wichtigsten Geschichten, dass wir allen Kindern unabhängig der Postleitzahlen alle Rechte geben. Deshalb braucht es kostenlose Ganztageskindergärten sowie gratis Ganztagsschulen in Österreich. Außerdem die Einführung des AK-Chancenindex. Dieser stellt sicher, dass alle Kinder die besten Zukunftschancen haben. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Weitere Informationen unter www.spoe.wien.